Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute nicht bei uns zu Gast, aber wir bei ihm zu Gast, bei niemandem geringeren als Erich von Däniken. Erich, herzlich willkommen und danke, dass wir kommen durften. Ist mir ein Vergnügen. Danke vielmals. Ein paar kleine Fakten zu dir, wenn das stimmt. Du bist am 39. Buch schreiben, oder ist das schon geschrieben? Ich bin am 40. Buch. Am 40. Buch. Ja. Unglaublich. In 32 Sprachen übersetzt. 67 Millionen verkauft. Über 80 Jahre und auch schon weise. Aber auf jeden Fall nicht leise. Das ist gut. Das werden wir jetzt wahrscheinlich erleben hier, wie das so ist. Zur Einstimmung vielleicht ein bisschen, Erich. Wie war eigentlich dein Weg? Wie wird man vom Hotelier oder Hotelfachmann plötzlich zum Mythologe, Archäologe und dann irgendwie zum UFO-Forscher noch? Wie geht das? Das begann alles schon längstens vor der Hotelzeit. Ich bin katholisch erzogen worden, verbrachte 6 Jahre in einem katholischen Jesuiteninternat, lateinisch-griechisch, war natürlich ein sehr gläubiger Mensch, ich bin heute noch ein gläubiger Mensch. Und der liebe Gott meiner Jugendzeit, der musste ein paar minimale Voraussetzungen haben. Zum Beispiel, der liebe Gott macht keine Fehler. Oder der liebe Gott ist allgegenwärtig. Er braucht kein Fahrzeug, um von Punkt A nach B zu gelangen. Er ist überall gleichzeitig. Der liebe Gott ist außerhalb der Zeit. Er muss nicht ein Experiment machen und abwarten, wie geht's aus. Das weiß er vorher schon. Mit diesen jugendlichen Gedanken war ich in diesem Internatsschule und wir mussten immer wieder Passagen der Bibel übersetzen, des Alten Testamentes. Und da lernte ich einen lieben Gott kennen, der diese minimalen Eigenschaften nicht hatte. Der Gott des Alten Testaments, der fährt herum mit Fahrzeugen, mit Rauch und Feuer und Beben und Lärm etc. Ich hatte schlicht und einfach Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion und wollte wissen, ob andere Gemeinschaften im Altertum auch so komische Geschichten kennen wie ich. Das war der Anfang. Ich ging in die Gastronomie, weil wir von der Familie aus der Gastronomie kommen. Als ich mein erstes Buch schrieb, war ich Direktor eines Erstklasshotels. Und jetzt kochst du aber ganz andere Suppen. Jetzt koche ich ganz andere Suppen, nur die auf einer internationalen Ebene. Ja, also das Reisen ist ja wirklich eine Leidenschaft von dir geworden, nehme ich an. Du bist ja ständig unterwegs, heute immer noch? Ich habe jedes Jahr mindestens, heute noch etwa 100.000 Flugkilometer. Wow. Ich war in diesem Jahr schon in Australien, war schon dreimal in den USA, war schon in Brasilien und Peru und das geht das ganze Jahr so weiter. Damals, als du angefangen hast, ich weiß noch genau, das erste Buch, was ich in diese Richtung gelesen habe, ich war ein bisschen jünger noch als du natürlich und ich habe mich über UFOs schlau machen wollen und da ging ich in den Globus, weil esoterische Buchläden gab es noch keine und ich habe kein einziges Buch gefunden und plötzlich stand da ein von Däniken Buch über archäologische Geschichten, Sachen, UFOs, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nur, es war das einzige, ich musste es kaufen. Und da habe ich dich kennengelernt als junger Mann und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet und mittlerweile denke ich, so lange, so früh schon, da warst du ganz alleine auf dem Feld, du warst ein Einzelkämpfer, fühlt man sich da manchmal nicht auch ein bisschen verloren? Ja, natürlich. Und selbstverständlich bin ich auch kritisiert worden, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Aber man fühlt sich schon verloren. Man kommt mit etwas daher und die ganze Welt sagt, das ist ja verrückt. Das kann ja nicht wahr sein, der hat einen Knall an der Schüssel. Mhm. Und da muss man sich halt verteidigen und durchsetzen. Und es liegt an meinem Charakter, wenn ich angegriffen werde, dann sagt es beim Erich, jetzt erst recht. Jetzt wirst du noch besser und machst die alten Fehler kein zweites Mal, etc. Was und sagst so du denn darauf, wenn einer kommt und sagt, das ist doch alles Verschwörungstheorie mit diesen Göttern da? Also dann weiß ich, dass der nichts weiß. Er hat nie ein Buch gelesen von mir und war sicher nie an einem Vortrag, sonst würde er sowas nicht rauslassen. Also hat er seine Vorurteile. Ich habe volles Verständnis dafür. Ich weiß auch nicht alles, was andere Autoren schreiben. Meistens lächle ich dann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Kritikern ins Gespräch komme und auch Kritiker wissenschaftlicher Art und man hört sich zu in Ruhe, man lässt sich gegenseitig aussprechen und man lügt nicht und betrügt nicht und blufft nicht, so nach einem 2-Stunden-Gespräch sagt die andere Seite mir immer, das wussten wir gar nicht. Nie was davon gehört. Und mir geht es auch so. Ich habe was gelernt und die andere Seite auch. So, man muss einfach miteinander reden. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass in diesem Feld, vor allem in der Archäologie in Ägypten und so weiter, wird da nicht auch vieles unterdrückt und sagt man dir da nicht manchmal, darüber darfst du nicht reden? Das ist schon oft passiert. Ich habe mich auch immer an die Spielregeln gehalten.
darüber darfst du nicht reden oder du darfst nicht darüber schreiben und keine Fotos machen. Das passiert etwa, wenn irgendetwas Wahnsinniges an die Öffentlichkeit kommen könnte, was die ganze Ägyptologie durcheinander bringt. Jetzt sage ich mir als Schriftsteller oder auch Journalist, jetzt musst du erst recht an die Öffentlichkeit. Der Witz ist nur, wenn du es machst, die cleveren Journalisten gehen dann zum betreffenden Professor in Ägypten. Der sagt, der Herr von Däniken hat mich falsch verstanden, ich stehe da als Lügner und die ganze persönliche Beziehung ist futsch. So, man macht es einfach nicht. Aber es wird sehr, sehr viel unterdrückt aus politischen und religiösen Gründen und das bis auf den heutigen Tag. Was würde passieren, wenn du das, was du weißt und eben nicht im Agreement nicht sagen darfst oder auch nicht sagen möchtest, wäre das schlimm für die Welt, wenn man das doch wüsste? Ich glaube nicht, dass es schlimm wäre. Und soweit es die Archäologie betrifft, kommt es früher oder später sowieso ans Licht. Nur es gibt einfach Gralshüter, die aus politischen oder religiösen Gründen etwas nicht sagen können. Schau, ein kleines Beispiel. Jeder kennt die große Pyramide und jeder glaubt der Archäologie, die Pyramide sei gebaut worden von einem Pharao, der hieß Cheops. Das war so 2500 vor Christus. So weit, so gut, das ist die Lehrmeinung. Jetzt gibt es aber arabische Historiker, die kennt niemand im Westen. Und die arabischen Historiker sagen, die Pyramide sei nicht von Cheops gebaut worden, sondern schon vor der Flut entstanden, gebaut von einem Herrscher, der hieß Saurit. Und Saurit sei derselbe, den die hebräische Gemeinschaft Henoch nenne. Henoch kenne ich sehr gut. Henoch war mit den Außerirdischen zusammen, hat ihre Sprache gelernt, etc. In der heutigen Politik, die arabischen Völker, speziell Ägypten, sind sehr, sehr stolz. Ihre Vorfahren haben diese Leistungen gebracht, die Tempel und die Pyramide. Jetzt käme aus einer alten Schrift herauf, es waren nicht nur sie, Henoch wäre Hebräer, also Jude. Das geht politisch nicht in der arabischen Welt. Mhm. Deshalb kommen solche Dinge nicht an die Öffentlichkeit. Ja, das ist also eigentlich eine religiöse Geschichte. Ja, die, es geht wieder um Macht und um... Und um Politik. Um Politik. Ja. Ja, das ist leider noch so. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Ich weiß nicht, was du meinst. Kürzlich hat man doch diese Halle des Wissens erforscht, entdeckt und natürlich auch wieder nichts darüber gesagt. Gibt's neue Infos, Insiderwissen? Ja. Also vor rund 20 Jahren hat mein Freund, der damalige Rudolf Gantenbrink, einen kleinen Roboter in einen Schacht reingeschoben. Der Schacht ging von der Königinnenkammer aus, 62 Meter tief, kam vor einem kleinen Türchen zum Stillstand. Darüber ist die Öffentlichkeit informiert worden. Was ist seither passiert? 3 Jahre später kam die steinreiche amerikanische Gesellschaft National Geographic Society, die baute einen neuen Roboter. Der Roboter hatte einen Bohrer, mit dem Bohrer konnte man ein Loch in das Türchen hineinbohren, das der Gantenbrink-Roboter vorher festgestellt hatte. Jetzt hat man ein Loch gebohrt. Es gab eine internationale Fernsehsendung, eingeblendet war live, und man hat der ganzen Weltöffentlichkeit vorgemacht, zum ersten Mal würde jetzt eine Kamera durch das Loch durchgeschoben, das der Bohrer gebohrt habe, damit die Weltöffentlichkeit sehe, was dahinter genau, ist. Genau, und alle dürfen das, live dabei sein. Das war die nächste Lüge, es war hinten und vorne nicht wahr. Mhm. Die hatten die Kamera schon 3 Wochen vorher durchgeschoben, die wussten genau, es war nichts dahinter. Dann passierte wieder nichts, 12 Jahre. Dann kam ein reicher Mann aus Singapur, der hat der Altertumsverwaltung vorgeschlagen, er habe ein kleines Gerät entwickelt, das sehr starke Schallmauern aussende. Damit könnte man das Türchen aufbrechen, also wieder zusammenbrechen durch Schallschwingung. Ja, ja. Und die Altertumsverwaltung hat das verboten, aber er dürfe ein Loch bohren, nur so groß, dass ein Endoskop durch dürfe. Mit einem Endoskop gehst du in den Magen rein. Mhm. Das ist passiert, jetzt muss man sich klar sein. Der erste Roboter kam bis vor ein Türchen. Hier ist ein Loch gebaut worden. Dann sind 23 cm und da kommt eine zweite Wand. Und um die Wand ging es jetzt. Jetzt hat man einen neuen Roboter gebaut, der hat einen langen Bohrer und den Roboter nannte man Jedi. Jedi ist doppelzüngig. Jedi auf Arabisch heißt Cheops, aber Jedi sind genauso gut die Jedi-Ritter der Star Wars-Serie. Das Loch ist gebohrt worden, Endoskop ist durchgeschoben worden, sind 180 Fotos gemacht worden. Ein Endoskop macht nur kleine Bilder, der Computer schickt die zusammen. Was ist dahinter? Der nächste Raum. Wiederum blitzsauber poliert mit Schriften an der Decke. Und die Schriften sind nicht hieroglyphisch. Also können Sie nicht vom Cheops kommen. Ja, dann wird es gefährlich. So, die Öffentlichkeit erfährt nicht. Mhm. In den letzten 1,5 Jahren hat man durch elektronische Mittel 6 verschiedene Kammern entdeckt in der Pyramide und unter der Pyramide. Jetzt kann man sich fragen, ja, wenn ihr wisst, wo die sind, wieso geht niemand rein? Du kannst nicht rein.
Die Zugangsschächte haben eine Seitenlänge von etwa 14 bis 16 Zentimeter. Da kommt auch kein Lilliputaner rein. Und da waren aber die Schriften auch drin. Die Schriften drin, ja. So die Planer, die die Pyramide geplant haben, die wussten ganz genau, in einer fernen Zukunft erst eine Gesellschaft, die High-Technology beherrscht, kann überhaupt da rein und kann das entdecken. Du brauchst Roboter. Ja, ich glaube, die wussten, irgendwann kommt der von Däniken und will da rein und dann müssen wir es eng machen, weil er wahrscheinlich auch gerne mal ein bisschen was... Irgendwann werden wir Bücher da drin entdecken, Schriften von früher. Aha. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich gesehen in einer Dokumentation im Internet, dass in der Sphinx oben im Kopf ein Loch ist. Wurde das reingemacht, damit man da reinkommt? Oder was hat's? Ich habe davon gehört, aber ich weiß nichts Näheres. Die Sphinx ist unsagbar untersucht worden und früher hieß es immer, die Sphinx sei aus einem einzigen Gesteinsblock zusammengesetzt. Inzwischen weiß man, das stimmt nur teilweise. Es gibt auch noch Einschübe. Und da gibt es einen amerikanischen Geologen, das ist der Herr Schoch. Und der Herr Schoch hat mit geologischen Methoden festgestellt, unter der Sphinx sind Räume. Man kann sie sogar anmessen. 4 Meter breit, 8 Meter lang. Aber die Altertumsverwaltung lässt keine Grabung zu. Du kannst solche Räume anmessen durch elektronische Mittel. Du kannst, wie sie Geologen machen, einen bestimmten Stab in Erde rein mit dem Hammerschlager und dann in anderen Distanzen wieder einen Stab und wieder. Dann machst du Hammerschläge, jetzt entstehen Bodenwellen. Aufgrund denen kannst du messen, wo es Hohlräume gibt. Das ist alles gemacht worden von dem Herrn Schoch. Und was sagt die Altertumsverwaltung, der damalige Chef, sei Havas? Das sind alles amerikanische Halluzinationen. Also mit anderen Worten, da ist was, aber keiner darf rein. Sie wollen nicht, dass man weiter. Oder haben Sie es schon rausgeholt? Ich hoffe es nicht, und das hätte man eigentlich gemerkt. Schau, der Herodot. Herodot war ein Historiker, alter Grieche. Der war so um 450 rund vor Christus in Ägypten. Der schrieb im zweiten Buch der Historien in Theben. Theben ist das heutige Luxor am Nil. Hätten die Priester ihm 241 Statuen gezeigt. Der Oberpriester habe zu jeder Statue einen kurzen Kommentar abgegeben. Und am Ende der Besichtigung sagte der Oberpriester, diese 241 Statuen entsprechen 11.340 Jahren. Damals seien die Götter vom Firmament unter den Menschen gewesen, seither seien sie nicht mehr gekommen. 11.340 Jahre. Dazu kommen noch die 2.500 von Herodot bis heute. Also rund 14.000 Jahre müssten die Götter da gewesen sein. Alles ist älter, als man tatsächlich datiert, als die Archäologie diktiert. Derselbe Herodot sagte, unter der Pyramide liege ein See mit glasklarem Wasser, im See drin ein Sarkophag. Den hat man, glaube ich, gefunden jetzt. Den hat man gefunden. Ich war unten, habe den selbstverständlich gefilmt. Es ist alles zum Verrücktwerden. Die alten Historiker hatten durchaus recht. Nur wir blockieren dauernd. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und wie war das, habe ich auch gehört, irgendwas mit Quecksilber hätte man gefunden, ja, unterhalb der Pyramide. Ist das ja wahr? Ja, nicht nur dort, weißt, das ist auch eine komplizierte Geschichte. Man hat unterhalb der Pyramide eine Truhe gefunden, da war Quecksilber drin. Man hat aber an zwei anderen Orten in Ägypten im Zusammenhang mit der Göttin Nut, das ist auch die Göttin der Luftfahrt, hat man auch Quecksilber gefunden. Jetzt muss ich einen Sprung über den Atlantik machen. Auf der anderen Seite ist Zentralamerika. In Zentralamerika lebten die Maya, da gibt es den Ort Copan, dort gibt es eine Pyramide und unter der Pyramide, man nennt sie Monumento Numero Dos, fand man wiederum eine Truhe mit Quecksilber. Dann gibt es in Mexiko die riesige Anlage Teotihuacan, das ist auch eine Pyramidenanlage. Dort hat man wieder unterirdische Räume mit Quecksilber gefunden. So, Quecksilber jetzt schon in diesen Beispielen an 4 Orten. Wozu? Im alten Indien gibt es Beschreibungen von den sogenannten Göttern. Die kamen alle von oben. Und die haben kleinere Fahrzeuge benutzt auf der Erde. Nicht Raumfahrzeuge, die blieben im Orbit, kleinere. Und die Fahrzeuge sind unter anderem betrieben worden mit einem Treibstoffgemisch aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Und eine der Treibstoffkomponenten war Quecksilber. Jetzt frage ich mich immer, die sind da rumgeflogen und mussten wieder ihr Gemisch auftanken und müssen Quecksilber runtermischen. Okay. Ja, das ist alles extrem spannend. Ja, ist alles sehr, sehr. Man weiß nicht, lustig, was noch zum Vorschein kommt. Man hat ja, glaube ich, die halbe Wüste dort ist ja eigentlich unten dran durchhöhlt und mit Gängen. Das ist und, so. Werden die erforscht oder ist da einfach Stillschweigen? Es ist Stillschweigen. Zufälligerweise entdeckt man wieder etwas und dann buddelt man ein bisschen. In Ägypten kostet immer alles Geld. Die Ägypter selber investieren kaum was. Es muss immer eine fremde Nation her, meistens die Amerikaner oder auch die Schweizer, die irgendwas
finanzieren und das kostet schnell mal 2-3 Millionen. So. Es ist alles sehr mühsam. Man will auch gar nicht. Man will an diese Rätsel nicht dran. Und man begründet es immer aus Religionszwecken. Man wolle die Ruhe der Toten nicht stören. Mhm, bis man selber wahrscheinlich tot ist, richtig, oder? Richtig, ja. Ah, grausam. Also, was ich mir schon überlegt habe im Zusammenhang, hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht oder sogar Indizien gefunden, dass es Zeitreisende geben könnte? Ja, die gibt es. An den Schriftrollen vom Toten Meer hat man unter anderem eine Schriftrolle gefunden, die heißt die Baruch-Rolle. Baruch, in der Rolle ist ein Knabe, der wächst auf zu Zeiten des Propheten Jeremias. Jeremias schickt den Knaben Baruch, der etwa 12 Jahre alt ist, hinaus aus der Stadt Jerusalem mit einem Korb, er soll Feigen holen und die Feigen wieder zurückbringen. Die Feigen, also frisch Pflanzen vom Busch oder vom Baum. Der Junge geht raus, an irgendeinen Hügel außerhalb von Jerusalem. Plötzlich hört er einen Lärm über ihm und ihm wird schwindelig und er bricht zusammen. Vorher übrigens hat er die Feigen noch gepflanzt, der Korb ist gefüllt. Dann erwacht er, merkt, dass es Abend ist, hat Angst, rennt zurück nach Jerusalem. Und dort ist die ganze Stadt verändert. Er rennt in die Straße, wo ihn der Jeremia eben noch weggeschickt hat, um feilen zu holen. Da ist kein Jeremia mehr. Überall laufen babylonische Soldaten herum. Der Junge ist völlig verängstigt und fragt einen alten Herrn, wo ist Jeremia? Und der Alte sagt, Jeremia? Nach was fragst du? Der ist schon seit 80 Jahren tot. Der Junge ist aber gleich alt. Der hat einen Zeitsprung gemacht, eine Zeitreise. Und die Feigen? Die Feigen sind hier da, frisch. Frisch. Die habe ich erst gepflückt. So. Es gibt viele solcher seltsamen Beispiele in der antiken Literatur. Gibt es auch Inschriften oder so Hinweise, nein. Dass jemand vielleicht was hinterlassen hat, was man dann später als Beweis nehmen könnte? Mit dem war, rechne ich schon lange, aber bis jetzt hat man nichts gefunden. Ja. Oder man hat es dir noch nicht gesagt. Man hat es irgendwie verschwinden lassen. Ich nehme jetzt mal einfach so an, du hast schon 100.000 Interviews gegeben und Stunden und Tage und Jahre über deine Geschichten geredet und so. Gibt es eine Frage, die man dir noch nie gestellt hat, aber die du gerne beantworten würdest? Also auf Anhieb kann einem da nichts einfallen. Es ist alles Mögliche schon gefragt worden. Und ich selbst frage mich immer wieder, ich bin überzeugt, vor Jahrtausenden waren Außerirdische da. Ich frage mich, wieso? Was wollten die eigentlich? Woher? Was ist ihre Heimatwelt? Ihr Sonnensystem? Ich weiß es nicht. Ich frage mich ganz nach dem Anfang. Am Anfang ist Gott. Die Wissenschaft sagt, am Anfang war der Urknall. Das ändert nichts. Was hat den Urknall erschaffen? Woher kam der Urknall? Die Religion. Ja, was ist explodiert, oder? Genau. Ja, woher kam das, bevor es explodiert ist? Die Religion sagt, am Anfang war Gott so. Ich möchte wissen, wie hat es angefangen? Fragen, die ich vielleicht erst nach dem Tod beantwortet kriege. In welchem Buch könnte man vielleicht Spuren finden? Ich habe gehört, eben Enoch, Hesekiel erwähnst du des Öfteren. Ja. Sind das Dinge, die man kennen sollte als Forscher? Hesekiel, eigentlich recht das Traurige. Hesekiel war ein Prophet. In der Bibel findet man ihn ziemlich am Ende des Alten Testamentes. Und das Traurige ist, wir haben diese Texte, genau wie Henoch, alle immer übersetzt aus unserem Zeitgeist. Pass auf. Henoch ist gefunden worden vor etwa 160 Jahren in einer Bibliothek in Äthiopien. Die Professoren, die den Henoch übersetzt haben, waren brillante Leute. Die sprachen mehrere Sprachen. Es ging nie um Verschwörungstheorien, irgendwas. Aber sie lebten in ihrem Zeitgeist. Vor 160 Jahren gab es kein Flugzeug. Von Raumfahrt gar nicht zu denken. Jetzt lesen die, wie Henoch hinauffährt. Er kommt in eine riesige Halle. Er steht vor einem Thron. Jetzt übersetzen die das alles religiös oder religionspsychologisch. Sie sagen, zwei Engel haben ihn hochgenommen. Es waren keine Engel, es waren Ausreden. Sie sagen, er kommt in die fremden Gärten. Und sie sagen, Henoch ist jetzt im Paradies. Und tatsächlich war es nur Plantagen in einem Mutterraumschiff. Henoch kommt in den großen Raum, im Zentrum der Thron des Allmächtigen. Es war nicht der liebe Gott, es war der Raumschiffskommandant. So, wir müssen nur ein paar alte Begriffe neu interpretieren. Wir sagen Engel. Man hat mir in der Schule beigebracht, Erich, wenn du anständig bist im Leben, niemanden betrügst und beraubst und tötest, dann wirst du als Lohn des Lebens in den Himmel kommen. Und man sagt, der Himmel ist der Ort der absoluten Glückseligkeit, da ist man mit Gott vereint. Wunderbare Vorstellung. Aber es wird doch auch immer von die Himmel geredet. Das ist das eine und das andere, im Himmel gab es Krach. Selbst in unserer einigen Religion.
Da kam der Erzengel Luzifer eines Tages mit seinen Heerscharen vor den Thron des allmächtigen Gottes, sagt, wir dienen dir nicht. Worauf der Erzengel, der liebe Gott, den Erzengel Michael, glaube ich, beauftragt, den Luzifer aus dem Himmel zu schmeißen. Das ist alles Mythologie, aber wenn Himmel der Ort der Glückseligkeit wäre, gibt's dort keinen Krach und keine Opposition. Übersetzt das Wort Himmel endlich durch Weltall, Space, Raum. Übersetzt das Wort Engel endlich durch Außerirdische. Man muss nur 10 Begriffe neu interpretieren und man ändert den Inhalt. So, und alle die Texte, von denen wir gesprochen haben, sind einfach im alten Diktus übersetzt worden. Also dein Kontext, in dem du das Ganze siehst, ist einfach der Zeit voraus, sage ich mal. Ich konnte das verstehen vor 200-300 Jahren oder vor 1000 Jahren vielleicht. Aber heute mit der Raumfahrt und so weiter könnte man doch das ganz einfach machen, was du sagst, mal umdenken, zeitgemäß, vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen, als wir es schon wissen. Es kommt ja immer Neues dazu. Dann wäre das gar kein Geheimnis mehr, dann wäre das gar nicht mehr so ein großes Ding. Es sind halt einfach Außerirdische, die besuchen uns in Etappen vielleicht. Das passiert auch. Schaut. Aber wozu? Also, wollen die uns helfen oder schaden? Zuerst mal die alten Texte. Es gibt einen einzigen Sumerologen, einen Professor, mein Gott, das fällt mir der Name gar rein, spielt keine Rolle. Der hat sumerologische Texte übersetzt. Burgard heißt er, Dr. Burgard. Der hat jetzt sumerologische Texte übersetzt mit dieser modernen Betrachtungsweise. Wir kennen uns inzwischen, er sagt, Herr von Däniken, jetzt macht es endlich Sinn. Früher haben wir Religionspsychologen, jetzt macht Sinn nur seine Kollegen, die anderen Sumerologen. Sagen, das kann man doch nicht machen, das darf man doch nicht machen. So, selbst wenn ein Fachmann eine neue Interpretation bringt, ist er noch lange nicht durch. Und selbst wenn es mehr Sinn macht, nicht? Wenn es mehr Sinn nicht durch, das braucht einen Generationenwechsel. Wir Menschen sind alle so erzogen worden, wir wollen vernünftig sein. Keiner will sich lächerlich machen. Journalisten wollen vernünftig sein. Fernsehleute wollen vernünftig sein. Wenn ein Journalist unvernünftig ist, er schreibt zum Beispiel über UFO, dann sagen die Besitzer der Zeitung, den können wir nicht mehr brauchen, der spinnt ja, der muss ja weg. So, wir sind alle so erzogen. Uns hat man beigebracht, den Gläubigen, egal welche Religion, der liebe Gott hat alles erschaffen, aber aus Krone der Schöpfung hat er uns gemacht. Den wissenschaftlichen Menschen hat man beigebracht, alles ist Evolution, aber wir sind die Spitze der Evolution. In beiden Fällen, ob Religion, Krone der Schöpfung, ob Wissenschaft, Spitze der Evolution, in beiden Fällen betrachten wir uns als die Größten. So was Tolles wie uns gibt es ja gar nicht. In dem Denken darf es keine Ausreden geben. Mhm. Wir sind ja die Tollsten. Ja. Das ist das Traurige. Das also ist der Denken muss ändern. Der nächstgrößere muss Gott sein und der ist nur dann Gott, wenn man ihn nie findet. Wenn man ihn nie findet, und, ja, da ist ja klar. Und nie ein Beweis ist, dass wir kleiner sind. Offenbar, oder? Also eben so etwas Gigantisches ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Ich bin übrigens ein gläubiger Mensch geblieben. Schau mal, ich bin überzeugt, vor Jahrtausenden waren Ausreden da. Jetzt kritisiert man und sagt man, gut, wenn schon, woher kamen die? Sag ich, von einem anderen Sonnensystem. Ja, und die anderen? Wieder von einem anderen. Und die anderen, etc. Du kannst das Spielchen weiterspielen im Universum über Millionen von Jahren. Irgendwann ist man am Ende der Fahnenstange. Und da wird man ganz klein mit der Religion, mit dem Verstand und dem Bewusstsein und sagt, hier ist Gott, hier ist Schöpfung. Man verliert den lieben Gott, die Schöpfung überhaupt nicht, den grandiosen Geist des Universums, wenn man sich mit Ausreden auseinandersetzt. Ja, das ist ja, die religiösen Leute sagen immer, dass man das eben verlieren würde und dass man dann atheistisch wäre und dass man dann nicht, im Gegenteil ist das sogar der Fall. Richtig, ja. Man wird tief berührt von dieser Existenz, die man eben nicht fassen kann, wenn auch diese Mysterien halt da sind. Ich meine, es könnte wahrscheinlich der liebe Gott könnte es erklären, wenn er wollte. Ja, selbstverständlich. Der liebe Gott könnte alles erklären. Ja. Er lässt uns das Rätsel, wie lange noch? Das, ich weiß nicht. Es gibt ja Menschen, die haben andere Beziehungen, Schwingungen, Gedanken, die reden mit dem Universum und so weiter. Und die wissen das vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mönch, der 40 Jahre lang in seiner einfachen Zelle lebte, sei es bei uns in einem Kloster oder im Hochland von Tibet, Erkenntnisse hat, die der normale Mensch nicht hat. Er in seinem Kopf hat es, er weiß es, er kann es seinen Brüdern mitteilen. Aber die Öffentlichkeit weiß es nicht und er kann es der Öffentlichkeit zwar mitteilen, aber die glaubt es nicht, er hat keine Beweise in der Hand. Aber es gibt doch Beweise, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal die Dogons. Die wissen über Sirius Bescheid und schon lange bevor wir es überhaupt entdeckt haben. Ist das nicht Beweis genug, dass die irgendwas kontaktet haben, was nicht von hier ist? Du sagst es, ich bin völlig deiner Meinung. Das reicht mir als Beweis. Aber der Wissenschaft, nein,
Ach, die können das geträumt haben. Irgendeiner hat gesponnen. Also damit man überhaupt weiß, von was wir reden. Die Dogon ist ein Stamm der Schwarzen in der Republik Mali heute. Und schon die Vorfahren der Dogon kannten Sirius B. Was ist Sirius B? Wenn wir zum nächtlichen Himmel schauen, sehen wir den hellsten Stern Sirius. Die Astronomie nennt den Sirius A. Jetzt weiß unsere Astronomie, aber erst seit etwa 40 Jahren, dass der Sirius A von einem unsichtbaren Stern umkreist wird. Den nennt man Sirius B. Man sieht ihn nicht, weil er so winzig ist, er ist ein sogenannter weißer Zwerg. Die Dogon in Westafrika, die kennen die Existenz von Sirius B, sie kennen die Umlaufbahn, das ist eine verzogene Ellipse, die Umlaufzeit, 50,2 Jahre, sie kennen alle Daten, die sie gar nicht herausgefunden haben können. Und aber die Ethnologen fragen sich, woher? Von einem Gott, der kam, der hieß Nomo. Nur, für mich ist das Beweis. Ja. Für die Journalisten, für die Kritiker nicht. Ja, weil nicht sein darf, was nicht sein soll, wieder einmal mehr, oder? Ja. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die geht ein bisschen wieder ins Verschwörerische hinein. Vielleicht, ich weiß es nicht, für mich nicht. Es gibt einen Satelliten, diesen Black Knight, der schwarze Ritter, hast du davon schon gehört? Der seit Jahrtausenden die Erde umkreisen muss. Also den Namen Black Knight höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber ich weiß, dass es Satelliten gibt. Schau, seit die Amis und die Russen fingen an mit Sputnik, wo dann die Amis Satelliten hochgeschossen haben, später auch die Franzosen, muss man den erdnahen Weltall sehr genau kennen. Denn wenn man die Umlaufbahnen nicht kennt, könnte irgendeiner unserer Satelliten mit irgendetwas zusammenknallen und dann ist der ganze finanzielle Aufwand kaputt. Also hat vorwiegend die NASA, die Amerikaner, haben schon in den 60er Jahren ein System aufgebaut, um dann den ganzen erdnahen Weltraum zu kennen. Man nennt das Space Command, ist in einem Berg drin, in Alice Springs im Staat Montana in den USA. Ich war mal da drin. Space Command kennt jeden Satelliten, jede Bahn. Und die haben dann festgestellt, es kreisen drei Objekte in unserem Sonnensystem, die schon da waren, bevor die Russen und die Amis-Satelliten hochgeschossen haben. Jetzt sucht die Wissenschaft immer nach den nächsten möglichen natürlichen Erklärungen. Wie kann das sein? Und dann hat man sich gedacht, das müssen irgendwelche Splitter sein von irgendwelchen Meteoren oder irgendwas. Man hat es dann so erklärt. Aber drei Objekte kreisen da längstens in sicheren Bahnen, die man kennt, längstens bevor die Amis und die Russen etwas hochgeknallt haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, da haben wir Sonden. Die einen Sonden registrieren zum Beispiel, wie weit sind wir. Die würden feststellen, jetzt hat die Menschheit Atombomben. Das würde man messen können. Die senden es irgendwohin weiter. Wir werden beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass eine dieser Sonden eine Art Bibliothek enthält. Natürlich keine Bücher, modernes Zeug, wie Chips oder so weiter. Gläser oder Kristalle. Und uns erklären könnte, was ist. Dazu müsste aber die NASA mal bereit sein, einen Shuttle in eine Umlaufbahn zu schicken, um die Dinge reinzuholen. Bis jetzt hat man es nie gemacht. Vielleicht können sie es nicht. Wahrscheinlich könnten sie schon. Bis jetzt hat man es immer überflüssig gefunden. Wenn die Forderungen der Öffentlichkeit langsam wach werden, hallo, da könnte was sein, holt doch mal rein. Ihr habt ja auch Gestein vom Mond geholt. Und plötzlich ist es etwas Künstliches. Zumindest sagen sie das. Es gibt ja so ein Sprichwort, NASA heißt Never a Straight Answer. Gehört, ja. Und es gibt ja auch verschiedene Fraktionen bei der NASA. Die einen sind eher so gelagert, die anderen anders. Denkst du, das ist seriös, was sie dem Volk dort noch mitteilen oder auch nur Politik oder Kriegsführung? Nein, es ist schon seriös, aber sie zeigen nicht alles mit. Schau, ich muss noch einen kleinen Umweg machen, um das zu erklären wegen der NASA. Ich bin der Meinung, vor Jahrtausenden war mal ein Generationenraumschiff hier in unserem Sonnensystem, vom Generationenraumschiff aus. So ein Mutterschiff, oder? Ein Mutterschiff. Ja, ja. Vom Mutterschiff aus sind dann kleinere Fahrzeuge aus. So. Ein Generationenraumschiff, das Jahrhunderte unterwegs ist, braucht Energie. Jetzt kommen die zu uns ins Sonnensystem. Energie klaut man nicht bei dem Volk, das den Planeten bewohnt. Energie holt man irgendwo im Sonnensystem. Jetzt haben wir zwischen Mars und Jupiter eine riesige Lücke. Da schwebt der sogenannte Asteroidengürtel. Tausende von kleinen Gesteinsbrocken, auch große. Der größte heißt Ceres. Ceres hat einen Durchmesser von etwa 950 Kilometer. Schon ein kleiner Mond oder ein Mini-Planet. So, jetzt komme ich zur NASA. Seit 3 Jahren hat die NASA eine Sonde zu Ceres unterwegs.
Die Sonde trägt den Namen Dawn. Jetzt ist Dawn immer näher an Ceres gekommen, liefert unglaubliche Bilder. Noch die ersten paar Monate, da hast du plötzlich einen Berg und der Berg hat wirklich Spuren, als ob jemand etwas abgekratzt habe. Sind weiß-schwarze Streifen. Es macht keinen Sinn. Dann hat man jetzt Bodenaufnahmen gefunden bei den letzten Sendungen. Da war der Ceres etwa 130 Kilometer hoch, also die Sonde über Ceres. Jetzt siehst du am Boden definitiv ein Rechteck. So. Und jetzt hat die NASA die Bildübertragung abgebrochen. Jetzt zeigen sie plötzlich nicht mehr, was da noch und zu sehen sagen ist. Sagen Sie, dass Sie abgebrochen haben, oder nein, sagen Sie, sie der ist kaputt? Sie sagen, genau, sagen Sie, ja, eine technische Panne. Ja, der steckt so fest, der ist kaputt, wir wissen nicht, wie. So, also man hat plötzlich Schwierigkeiten, jetzt liefern die super Bilder. Ich habe das Bild noch vom Rechteck. Jetzt hören Sie auf. So. Was Sie sagen, stimmt schon, aber Sie sagen nicht alles. Und das ist das Problem. Tja, dann kommen wir eigentlich zum Schluss des ersten Teiles und es ist hochspannend. Ist schade, haben wir nicht mehr Zeit, aber bevor wir wirklich diesen Teil abschließen, hätte ich ein paar Satzanfänge für dich vorbereitet, die du ganz spontan einfach vollendest. Yes. Ein Forscher wie ich hört nie auf. Die Menschen sind vorwiegend eingebildet. Die Welt ist verrückt. Religion ist notwendig. Ich würde niemals beruflich lügen. Liebe ist das sensationellste Gefühl. Und jetzt hättest du die Möglichkeit, eine einzige Botschaft dafür an die ganze Welt richten zu können. Wie würde diese Botschaft lauten, wenn das deine einzige, erste und letzte wäre, die du an alle Menschen geben könntest? Es gibt Informationen, dass die Erde vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden ist. Haltet die Augen offen, haltet die Ohren offen, hält alles für möglich. Legt ein bisschen von der Gegenwartsvernunft ab. Seid ein bisschen unvernünftig. Dem kann ich persönlich nur zupflichten, liebe Zuschauer. Und selbstverständlich hoffe ich, dass auch beim Teil 2, wenn es weitergeht mit unserem Gast Erich von Däniken, ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams. Guten Flug! Forscher noch. Wie geht das? Das begann alles schon längstens vor der Hotelzeit. Ich bin katholisch erzogen worden, verbrachte 6 Jahre in einem katholischen Jesuiteninternat, lateinisch-griechisch, war natürlich ein sehr gläubiger Mensch, ich bin heute noch ein gläubiger Mensch, und der liebe Gott meiner Jugendzeit, der musste ein paar minimale Voraussetzungen haben, zum Beispiel der liebe Gott macht keine Fehler. Oder der liebe Gott ist allgegenwärtig. Er braucht kein Fahrzeug, um von Punkt A nach B zu gelangen. Er ist überall gleichzeitig. Der liebe Gott ist außerhalb der Zeit. Er muss nicht ein Experiment machen und abwarten, wie geht's aus. Das weiß er vorher schon. Mit diesen jugendlichen Gedanken war ich in diesem Internatsschule und wir mussten immer wieder Passagen der Bibel übersetzen, des Alten Testamentes. Und da lernte ich einen lieben Gott kennen, der diese minimalen Eigenschaften nicht hatte. Der Gott des Alten Testaments, der fährt herum mit Fahrzeugen, mit Rauch und Feuer und Beben und Lärm etc. Ich hatte schlicht und einfach Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion und wollte wissen, ob andere Gemeinschaften im Altertum auch so komische Geschichten kennen wie ich. Das war der Anfang. Ich ging in die Gastronomie, weil wir von der Familie aus der Gastronomie kommen. Als ich mein erstes Buch schrieb, war ich Direktor eines Erstklasshotels. Und jetzt kochst du aber ganz andere Suppen. Jetzt koche ich ganz andere Suppen, nur die auf einer internationalen Ebene. Ja, also das Reisen ist ja wirklich eine Leidenschaft von dir geworden, nehme ich an. Du bist ja ständig unterwegs, heute immer noch? Ich habe jedes Jahr mindestens, heute noch etwa 100.000 Flugkilometer. Wow. Ich war in diesem Jahr schon in Australien, war schon dreimal in den USA, war schon in Brasilien und Peru und das geht das ganze Jahr so weiter. Damals, als du angefangen hast, ich weiß noch genau, das erste Buch, was ich in diese Richtung gelesen habe, ich war ein bisschen jünger noch als du natürlich und ich habe mich über UFOs schlau machen wollen und da geht mal ein paar kleine Fakten zu dir, wenn das stimmt. Du bist am 39. Buch schreiben oder ist das schon geschrieben?
Ich bin am 40. Buch. Am 40. Buch. Ja. Unglaublich. In 32 Sprachen übersetzt, 67 Millionen verkauft, über 80 Jahre und auch schon weise. Aber auf jeden Fall nicht leise. Das ist gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich erleben hier, wie das so ist. Zur Einstimmung vielleicht ein bisschen, Erich, wie war eigentlich dein Weg? Wie wird man vom Hotelier oder Hotelfachmann plötzlich zum Mythologe, Archäologe und dann irgendwie zum UFO? Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute nicht bei uns zu Gast, aber wir bei ihm zu Gast, bei niemandem geringeren als Erich von Däniken. Erich, herzlich willkommen und danke, dass wir kommen durften. Ist mir ein Vergnügen. Danke für